Sehr verehrte Gäste, darf ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlich guten Abend miteinander. Ich habe mit dem Christoph Blocher das Thema getauscht. Der Pfarrerssohn hat über den Bundesrat geredet und hat eigentlich alles gesagt. Dem ist weiter nichts beizufügen. Und ich dachte, ich rede über die Reformation. Und so kann man dann sicher nicht sagen, einer von uns sei befangen gewesen. Wir feiern ja dieses Jahr das Reformationsjahr, 500 Jahre Reformation. Und es werden im Laufe dieses Jahres ganz einen Haufen Feiern stattfinden und man wird sich daran erinnern. Und die Reformation vor 500 Jahren hat die Welt definitiv verändert. Jetzt führe ich aber nicht über die Folgen der Reformation reden, sondern eigentlich fragen, wieso hat es überhaupt eine Reformation gegeben? Wieso ist das Reich, das Killerreich, das gekoppelt war mit den weltlichen Fürsten, nach 1500 Jahren Herrschaft einfach zusammengebrochen? Was sind die Gründe dafür? Passiert so eine Reformation eigentlich schnell? Und was sind die Lehren aus dieser Reformation? Ich möchte dem ein bisschen angehen und Sie einladen, in eine Zeitreise kommen. 500 Jahre zurück. 500 Jahre zurück ist die Kirche und die weltliche Organisation eigentlich zusammen gewesen. Man hatte keine Gewaltentrennung und die Kirche, die verbandelt war mit den Fürsten, hat den Ton angegeben. 1500 Jahre und wieso ändert das plötzlich? Ich denke, Zusammenhänge sind interessant. Und ich habe dem Referat nicht nur einen Titel gegeben, Reformation, sondern auch einen Titel Elite und das Volk. Weil ich komme gerade vom WEF und dort hat das Thema Elite und Volk die Leute ziemlich bewegt. Und ich bin nie ganz sicher gewesen, ob ich 500 Jahre voran das höre oder ob es gerade aktuell ist. Und vielleicht kommen wir im Laufe dieses Referats auch auf das zurück. Wie ist es zur Reformation gekommen? Vorab gehen wir vielleicht 600 Jahre zurück. Machen wir noch ein bisschen in der Geschichte einen Rückblick. 600 Jahre voran hat in Konstanz Konzil stattgefunden. Alle haben sich dort getroffen. Heute würde man sagen, es war ein internationales Gipfeltreffen in Konstanz. Alles, was von der Kirche und von der Regierung Rang und Namen hatte, ist auf Konstanz. Ähnlich vielleicht wie mit dem WEF. Ein Thema hat man dort eigentlich auf die Traktandenliste gesetzt, nämlich eine Reformation der Kirche. 100 Jahre bevor dann die Reformation gekommen ist. Und der Grund dafür war, dass ein Prediger, der Jan Hus, angefangen hat, die Kirche zu kritisieren. Weil er gesagt hat, die Kirche kümmert sich nicht mehr um die Leute, kümmert sich nicht mehr um die Gläubigen, sondern die Kirche tut nur noch Ämter verschachern und hilft den Reichen und Mächtigen. Und es ist ein Klüngel. Das war der Grund für das Konzil in Konstanz. Allerdings, die das noch im Geschichtsunterricht wissen, hat man dann über eine Reformation der Kirche gar nicht geredet, sondern man hat Jan Hus samt seinen Schriften auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das war 600 Jahre voran. In der Zwischenzeit ist es nicht besser geworden. Es hat sich eine Oberschicht gebildet, die sich nicht um den Glauben kümmert hat von der Kirche und auch nicht ums einfache Volk. Und die das kritisiert haben, das waren die Ketzer. Die hat man verhöhnt, die hat man verlacht. Und darum ist der Jan Hus eben auf dem Scheiterhaufen dann schlussendlich gelandet. Natürlich haben die Leute gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt mit der Kirche. Mit der Obrigkeit und die Unruhe und die Unzufriedenheit ist immer grösser geworden. Vetterli-Wirtschaft, Korruption,
Die Ämter sind an die Meistbietenden verkauft worden. Wer am meisten gezahlt hat, ist etwas geworden. Und weil er einen Haufen Geld hat, gebraucht hat für das, hat er es nachher sofort wieder eingetrieben mit den Steuern. Und die Leute konnten eigentlich ausser die Steuern können zahlen und etwa die ein bisschen Militärdienst leisten, gar nichts gehabt. Grosse Summen sind in dieser Zeit auch auf Rom geflossen. Weil in Rom hat man in Saus und Braus gelebt. Die katholische Kirche mit allen ihren Oberhäuptern hat einen Haufen Geld gebraucht. Und nördlich von den Alpen hat man sich langsam gefragt, wie viel Geld das man überhaupt dort abschickt für die Bürokratie. Jetzt könnte man durchaus sagen, Europa ist im Moment wieder in einer ähnlichen Situation. Es fließt auch ein Haufen Geld vom Norden in den Süden, aber das ist wahrscheinlich rein zufällig. Wir wissen auch, was die Kirchenverwaltung damals gesagt hat, weil man es nachlesen und es ist geschrieben. Man hat gesagt, das dumme Volk soll froh sein, dass es ihm überhaupt so gut ging. Dass es wirtschaftlich so gut ging, sei eigentlich nur Rom zu verdanken. Heute würde man vielleicht sagen, zu Brüssel sagen das Gleiche auch. Und man soll statt die Verschwendungen, den Verbrauch vom Geld kritisieren, dankbar und ehrfürchtig sein gegenüber den Regierenden, gegenüber denen, die es sagen haben, das ging doch so gut. Oder anders gesagt, die Leute sollen doch froh sein, dass sie so eine gute Elite haben, die für sie schauen und dankbar sein, statt immer nur zu kritisieren. Und irgendwie, wenn man sich so in die Zeit versucht zurückzuversetzen, denke ich, die gleiche Argumentation hört man heute eigentlich auch. Wir haben so eine gute Elite und die Leute sollen doch zufrieden sein, statt die Elite immer kritisieren. In der zweiten Hälfte vom 15. Jahrhundert hat sich dann der Buchdruck verbreitet. Gutenberg ist der Name dazu. Und mit dem Buchdruck hat man kritische Meinungen viel schneller und besser können verbreiten. Man hat es nicht mehr einzeln müssen schreiben oder stundenlang laufen, um zu erzählen. Die Kirche hat sofort reagiert auf den Buchdruck. Und sie hat schon 1487 angeordnet, dass ohne Erlaubnis von der Kirche nichts darf gedruckt und verbreitet werden. Und man kann nachlesen aus dieser Zeit, die Kirche wollte verhindern, dass Irrtümer und verderbliche Lehren verbreitet werden. Und das Fazit könnte man auch hier wieder ziehen. In jedem Jahrhundert haben neue Medien, die in der Regierung waren, sind verschreckt. Weil neue Medien führen dazu, dass man Kritik üben kann, dass man sich schneller verbreiten kann. Und es gibt jetzt noch ganz einen Haufen Beispiele, die man erzählen könnte, wo Regierende versucht haben, auf die Medien Einfluss zu nehmen, Medien verbieten oder zu unterdrücken. Es ist klar, dass man das macht, weil wenn Kritik aufkommt, dann ist die eigene Macht gefördert. Dann muss man plötzlich Angst haben, dass es einem nicht mehr so geht, wie es immer war. Und Macht hat in der Geschichte immer versucht zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Weil wenn man eine gute Position hat, dann hat man offenbar das Gefühl, wir wissen, was richtig und was falsch ist. Die Verschwendungen in dieser Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, haben zugenommen. Der Geldbedarf ist gestiegen. Und damit ist etwas gekommen, wo nachher vielleicht die Reformation definitiv ausgelöst hat. Der Ablasshandel, vielleicht wissen wir das noch aus der Geschichte in der Schule. Das ist so gegangen. Man hat Geld gezahlt, um keine Strafe zu haben im Jenseits. Also man zahlt, dass man nicht in die Hölle kommt. Und der Ablasshandel hat funktioniert, dass man nachher auch ein Dokument bekommen hat. Ein Papier, wo man bestätigt hat, ich habe für meine Sünden gezahlt. Wahrscheinlich hat man es dann in Sarge gelegt, dass der Teufel nicht den Netz nimmt. Das ist die Geschichte vom Ablasshandel. Es hat eine richtige Bewegung gegeben daraus raus. Ein Haufen Geistliche sind durch Europa gezogen, haben sich spezialisiert, haben den Leuten buchstäblich die Hölle heiss gemacht, haben gesagt, wenn ihr nicht zahlt, kommt ihr in die Hölle. Und die Leute haben gezahlt. Einer von denen, der so umgezogen ist, war Johann Tetzel. Ein ehemaliger Spielbetrüger.
Und er hat das offenbar sehr gut gemacht. Er ist eine Berühmtheit geworden. Bei den Leuten war er berüchtigt und bei den Fürsten, die Geld gebraucht haben, berühmt. Weil ein Haufen Fürsten, die sich verschuldet haben, haben von den Leuten eben Geld gebraucht. Sie haben es nicht einmal direkt eingezogen, sondern von den Banken einziehen lassen, weil sie das Geld ja den Banken geschuldet haben. Der Johann Tetzel, von dem sagt man, er hatte einen Kasten vor sich gehabt, mit einem Teufelsbild drauf, und dort drauf ist gestanden: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. So einfach ist das gewesen. Das ist so weit gegangen, dass man Ablassbriefe auch für künftige Sünden schon gekauft hat. Gerade sozusagen einen Vorschuss, dass man noch ein bisschen Reserven hatte, um etwas zu machen. Und ganz ein Schlauer hat sich die Sünden im Voraus gezahlt und hat nachher den, der das Geld eingesammelt hat, überfallen und das Geld genommen. Er hat ja schon gezahlt dafür, also hat er das können. Wenn wir also so anschauen, dann merkt man irgendwie, dass der Bogen für die gewöhnlichen Leute definitiv überspannt worden ist. Und in dieser Zeit, in der Stadt Wittenberg, da hat dann ein Mönch eine These an die Kirchentür genagelt. 95 Thesen gegen den Ablasshandel, der gesagt hat, es ist nicht unsere Bibel, es ist nicht unser Glaube, es ist nicht unser Gott, der sagt, dass man zahlt, dass man nicht in die Hölle kommt. Es war ein einfacher Mönch, der eigentlich die Kirche gar nicht spalten wollte. Es war ihm einfach zuwider, dass man so ein Unwesen treibt von der Elite mit dem ganzen göttlichen Volk. Der Mönch, das war der Martin Luther. Der eigentlich die Reformation eingeleitet hat, oder auf den führt man es zurück, auf seine 95 Thesen, die er hergenagelt hat. Es hat einen riesen Aufruhr gegeben bei der Elite. Da kommt wieder einer, der ketzert, der sich gegen die Obrigkeit wehrt und meint, er wisse alles besser. Das war eigentlich der Anfang. Wir haben ihn dann eingeladen, wir haben ihn verhöhnt. Aber statt dass man sich mit den Thesen auseinandergesetzt hat, hat man ihn kurzerhand zu den Kirchen ausgeschlossen. Später hat dann der Zwingli in Zürich, der Vadian in St. Gallen und der Calvin in Genf das Gleiche gemacht. Sie haben sich gegen die Eliten gewehrt und haben sich um die Leute gekümmert. Um das, was die Leute bewegt hat. Und darum ist die Reformation eigentlich fast zeitlos, wenn man es so anschaut. Und was mich immer fasziniert, wenn ich mir das überlege, ist eigentlich etwas Einfaches. Wenn jemand auf Missstände hinweist, dann kümmert man sich nicht um die Lösung von diesen Missständen, sondern man packt den am Kragen, der auf Missstände aufmerksam macht. Kommt uns auch wieder irgendwie bekannt vor, wenn wir an Politik denken. Man kümmert sich nicht um das, was nicht gut läuft, was die Leute beschäftigt, sondern man sagt, das sind Ketzer, die lehnen sich auf gegen die Obrigkeit. Das ist der Ursprung von der Reformation, die ein 1500-jähriges Reich zum Einbruch gebracht hat. Man hat sich die letzte Chance vergeben auf Verbesserungen, weil man auf die Leute, die gewarnt haben, die eigentlich die Leute wollten vertreten, nicht gehört hat. Einzelne Querulanten sagen das nur. Ein paar einzelne Aufwiegler, die das Volk verführen wollen. Kommt uns auch bekannt vor, oder? Das war die Zeit der Reformation. Man hat gar nicht zur Kenntnis nehmen, was für Sorgen die Leute eigentlich haben. Die Elite hat in einer anderen Welt gelebt in dieser Zeit. Und sie hat auch buchstäblich eine andere Sprache geredet. Die Sprache der Kirche war lateinisch. Und wer von diesen Leuten vor 500 Jahren hat echt Latinisch verstanden? Man hat buchstäblich an den Leuten vorbeigeredet, mit einer anderen Sprache, in einer anderen Welt. Das Volk ist einfach da, zum Steuern zu zahlen. Und wenn wir 500 Jahre zurückdenken, dann hat der Papst damals ganz einen Haufen Geld gebraucht. Der Petersdom, die Rom schon gesehen haben, der wunderbar prächtige Bau ist in dieser Zeit gebaut worden. Und von überall her hat man das Geld auf Rom schicken müssen. Die Leute selber hatten nichts.
Aber dort ist es gelaufen. Die gescheite Elite hat für sich geschaut. Wir haben auch heute natürlich noch verschiedene Sprachen. Geht mir manchmal so. Ich weiss nicht, ob man immer alles versteht bei den Leuten, was man zu Bern schreibt. Das ist zwar Deutsch, aber manchmal lese ich es zweimal und denke, was haben wir jetzt eigentlich sagen? Und wenn man dann erst noch eine Richtlinie liest aus der EU, dann kann man sie dreimal lesen. Und dann geht es mir wie am Goethe, der gesagt hat, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Der Martin Luther und auch der Zwingli bei uns haben angefangen auf Deutsch mit den Leuten zu reden. Sie haben die Bibel übersetzt und sie war auf Deutsch vorhanden gewesen. Der Luther hat gesagt, man muss mit den Leuten so reden, wie die Mutter mit den Kindern redet und so wie die Kinder auf der Straße reden. Dann versteht man es. Und das war etwas, was für diese Zeit einfach nicht gepasst hat. Man kann nicht mit den gewöhnlichen Leuten reden, das geht doch nicht. Man ist eine Elite, man hat eine andere Aufgabe. Und so ist eine Reformation in Fahrt gekommen. Der Luther war übrigens ein ganz grosser Schöpfer von unserer Hochsprache, wie wir sie immer noch benutzen. Der Luther war einer der Ersten, der dieser Sprache, in der Schriftsprache einen Ausdruck gab. Er ist auch dann hat das gut im Griff gehabt. Einer von seinen grössten Gegner zum Beispiel war ein Dr. Eck gewesen. Und er hat gesagt, viel besser sagt man das, wenn man beim Doktor den Punkt weglässt und das zusammenführt. Statt Dr. Eck gibt es dann den Dreck. So ist das zu und her gegangen. Und das war die Sprache, die die Leute plötzlich angefangen haben zu verstehen. Was können wir lernen aus dieser Reformation, wenn wir jetzt zurückgehen 500 Jahre? Sachen, die das Volk beschäftigen, die man nicht ernst nimmt, brauchen manchmal lang, bis sie wirklich raufkommen. Die Reformation vom Konzil von Konstanz, bis der Luther seine Thesen angeschlagen hat, bis der Zwingli in Zürich aktiv worden ist, waren Jahrzehnte gewesen. Jahrzehnte von Unterdrückung, von nicht ernst nehmen der Leute, bis eine Bewegung so stark war, dass eben ein Reich, das 1500 Jahre Bestand hatte, plötzlich zusammengefallen ist. Und solche Entwicklungen, die laufen eigentlich immer in Phasen ab. In Phasen, die wir auch jetzt feststellen können. Am Anfang ist eine Elite wahrscheinlich bereit, für eine gute Sache einzustehen. In der Kirche damals für die Seelsorge, für die Fürsorge, für die Armenpflege, für Bildung, für Kunst. Aber eine Elite, die Macht hat, und das sind halt Abläufe, die so sind, versucht dann die Macht auch ein bisschen zu festigen, weil es fängt dann an zu gefallen und man schaut dann, dass man es nicht so schnell verliert. Und statt die Interessen der Leute zu vertreten, wo man eigentlich dafür vielleicht gewählt worden ist, dafür bestimmt worden ist, rücken die eigenen Interessen immer mehr im Mittelpunkt. Und plötzlich sind das die Wichtigen, die dann im Mittelpunkt stehen. Und dann kommen die ersten Warnsignale aus der Bevölkerung. Weil die Leute merken ja dann, dass die eigentlich für sie schauen sollten, plötzlich auch ein bisschen den Faden verlieren und sich selber im Mittelpunkt sehen und nicht mehr das Wohl der Bevölkerung. Wenn man es dann rechtzeitig merkt, dann wäre es ja noch Zeit zum Korrigieren. Und vielleicht haben wir mit unserer direkten Demokratie so eine Art Frühwarnsystem, wo man sagen kann, jetzt geht es nicht mehr, jetzt sollte man etwas ändern. Aber auch hier gibt es eine gewisse Tendenz, denke ich manchmal, dass man auch das Frühwarnsystem nicht mehr ganz so als Frühwarnsystem wahrnimmt, sondern als Belästigung vom Alltag. Man greift die Eliten ein, die eigentlich beschäftigt ist mit Regieren, aber eigentlich beschäftigt ist mit sich selber. Wir könnten jetzt ganz einen Haufen Beispiele sagen. Aus der Reformation vor 500 Jahren bis in die heutige Zeit. Wir erleben es, es ist unser Alltag, aber wir müssen kritisch heranschauen.
Man nimmt es also nicht ernst. Wenn es dann so laut ist, dass man sich damit beschäftigen muss, dann fängt man die Leute an, blöd herzustellen, könnte man auf Deutsch sagen. Man macht es ein bisschen lächerlich. Kritiker sind eigentlich Ketzer, die das System stören. Leute, die den Alltag stören, die nichts verstehen. In dieser Zeit der Reformation hat man gesagt, wenn jemand kritisch war oder eine andere Meinung hat, das ist lutherisch. Also das ist ein Lutheranhänger. Lutherisch war ein Schimpfwort zu Beginn der Revolution bei der Elite. Heute würden wir sagen, das sind Populisten, das sind Volksverführer, das sind Hinterwäldler, das sind sowieso die Letzten, das sind Rassisten, das sind weiss nicht was. Die Worte sind anders, aber die Reaktion ist immer noch genau gleich. Kritiker fängt man an, blöd herzustellen und hofft dann, sie seien ruhig. Sie verdrücken sich in Ecken, weil es ist schon niemand gerne ein Hinterwäldler oder dumm. Und wenn man das laut genug sagt, verlieren vielleicht die einen oder das andere das Rückgrat. Ich erzähle immer noch von der Revolution im Fall, nicht von jetzt. Das ist eine Geschichte von der Revolution der Elite. Man kann Leute zum Schweigen bringen, wenn man es jetzt auch in den Medien als das herstellt, wo man nicht gern ist, wo man sich nachher muss vertreten, verteidigen. Und die Elite macht in der Regel weiter. Sie wehrt sich, weil wenn sie den Leuten müsste Recht geben oder sich mit den Leuten müsste beschäftigen, dann hätte man ja plötzlich nicht Recht gehabt und in der Vergangenheit etwas falsch gemacht. Und das will eigentlich niemand. Und durch das verschlimmert sich die Situation natürlich immer weiter. Dort, wo keine Fehlerkultur herrscht, wo man nicht zugeben kann, dass man etwas falsch gemacht hat, dass man etwas auch besser machen kann, kann es immer nur schlimmer werden. Und dann kommt so eine nächste Phase, wir könnten dem sagen Realitätsverweigerung. Man will sich einfach nicht mit dem beschäftigen. Aus der Reformation, wo sie in Basel angefangen hat, liest man, da hat ein vornehmer Mann geschrieben von Aufruhr und Tumult in der Stadt. Und das Nasenrümpfen ist gerade nachher gekommen, wo er geschrieben hat, aber es sei nur vom gemeinen und unnützen Volk Leute auf der Strasse gewesen. Es sei kein ehrbarer Bürger dabei gewesen. Heute würden wir es vielleicht auch etwas anders schreiben, aber ob sich wirklich etwas anderes geändert hat daran, das glaube ich eigentlich nicht. Die Reaktion, es sind nur die Dummen, aber die Gescheiden sind nicht dabei gewesen, also müssen wir es nicht so ernst nehmen. Die führende Schicht lebt dann in so einer Phase von der Realitätsverweigerung in einer eigenen Welt. Sie beschäftigt sich mit sich selber und weil sie immer die Leute um sich hat, die nicht zu denen gehören, klopfen sich gegenseitig auf die Achseln und sagt, wie gut dass man es macht. Es getraut sich ja dann nicht jemand zu sagen, es ist vielleicht nicht so gut, wir müssten über die Bücher. Wir könnten auch andere Beispiele nehmen als die Reformation, zum Beispiel die Französische Revolution. Marie Antoinette, das war die Frau vom König von Frankreich, die hat sich im Park von Versailles, also vor ihrem Schloss, ein künstliches Bauerndorf bauen lassen. Und dann haben sie ein bisschen Bauern gespielt. Künstliches Dorf, man ist nicht mehr zu den Leuten, man hat sich abgesondert, hat aber gleich ein bisschen anders sein. Und für das hat man das gemacht. Und wo man ihr gesagt hat, auf der Straße seien die Leute, die Hunger haben und protestieren, hat sie gesagt, ja, wenn sie Hunger haben und kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Das ist Realitätsverweigerung. Oder ihr Mann, der Ludwig XVI., hat am Tag vom Sturm auf Bastille, den 14. Juli, den heutigen französischen Nationalfeiertag, ist er auf der Jagd gsi, ist z'Abend zurückgekommen und hat sie sein Tagebuch geschrieben. 14. Juli, nichts. Und an dem 14. Juli ist Blut geflossen, der Sturm auf Bastille, die Leute haben sich gewehrt und der König sagt, nichts. Das sind Realitätsverweigerungen. Findet manchmal bei uns auch statt. Das muss nicht gerade Blut fliessen.
Aber wir wollen einfach die Realität nicht sehen. Wir wollen nicht sehen, dass die Leute Sorgen haben, dass sich die Leute ernsthaft Sorgen machen, sondern wir leben in einer anderen Welt, wir reden eine andere Sprache, man baut sich ein künstliches Umfeld auf, dass man sich nicht mit der Realität beschäftigen muss. Realitätsverweigerung ist etwas, das gefährlich ist. Und es ist ja gerade eigentlich bei uns die Idee von der direkten Demokratie, dass man solche Eskalationen verhindern kann. Die Leute können immer wieder abstimmen, sie können sich melden, man kann Initiativen machen, Referenden, man kann darüber abstimmen. Was muss Sorgen machen, ist, dass man abstimmt. Christoph Blocher hat es vorhin ausführlich erläutert, dann gleich nicht das passiert, was man abgestimmt hat. Auch das ist eine Art von Realitätsverweigerung, die in einer Demokratie gefährlich ist. Auf Dauer kann man das Volk nicht ignorieren. Es geht einfach nicht. Und der John F. Kennedy, der amerikanische Präsident, hat es mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wer eine friedliche Revolution verhindert, der macht eine gewaltsame Revolution unvermeidlich. Wir hoffen alle natürlich, dass es nicht so weit kommt. Aber eigentlich zeigt die Geschichte immer wieder, dass es so ist. Und die Geschichte wäre eigentlich eine ganz gute Lehrmeisterin. Vielleicht die beste Lehrerin, die wir hätten. Mich denkt es manchmal, sie hat ein wenig Schüler. Weil wir könnten aus der Geschichte ganz einen Haufen lernen. Und wenn ich Ihnen eine Geschichte jetzt versucht habe, die Kraft ein wenig darzustellen von der Reformation, wo wir 500 Jahre feiern, das Jahr, dann ist das Geschichte von einer Umwälzung, die die Welt verändert hat. Nachhaltig. Die Gründe haben wir jetzt kurz angeschaut miteinander. Und wir haben dafür zu sorgen. Und da denke ich vor allem an die Leute, die sich zur Elite zählen, dass man das Volk ernst nimmt, nicht, dass es zu solchen Umwälzungen muss kommen. Wir brauchen Entwicklungen. Aber was mir Sorgen macht, gerade nach einer Woche Davos und vom WEF, man kann über die Eliten und vom Volk reden. Aber wenn man es im Sinn und Geist macht, da sind ein paar Dumme, die noch nicht begriffen haben, was wir gescheiden wollen, dann haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das macht mir manchmal Sorgen, euch auch. Und da sieht man, wie wichtig und wie nötig dass wir sind, um zu verhindern, dass die Realitätsverweigerung stattfindet. Wir müssen dafür sorgen, dass die Eliten und das Volk nicht auseinandergehen, sondern dass man sich um die Sorgen und Sorgen kümmert, die unsere Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Das und nichts anderes ist unsere Aufgabe. Wir haben die Sorgen der Leute ernst zu nehmen und haben dafür zu sorgen, dass man für sie Lösungen findet. In dem Sinn bin ich trotz manchmal Pessimismus immer wieder zuversichtlich, dass wir alles miteinander schaffen. Danke, dass Sie hier mithelfen und einen schönen Abend. Danke, merci auch, danke, merci. Das geht schon. Danke.